Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Projekt. Ja, es ist League of Legends. Ich spiele nicht alleine, denn wer ist gerade dabei? Ich, der Linus. Genau. Ja, wir sind gerade in Game, also wir laden jetzt und spielen mit. Also ich spiele Fiora, er spielt Vayne und ja, wir haben alles da, Vladimir und Ezreal im Team, aber Vladimir ist gerade nicht da. Und ja, wir haben keinen Jungler, das heißt, ich gehe top mit ihm und Vayne geht halt mit alles darunter und Ezreal wollte in die Mitte unbedingt. Ja, mal gucken. Ja, gibt's noch irgendwas zu sagen? Nee, ne? Es wird halt immer mal wieder so Matches geben, die ich aufnehmen werde und mal sehen, wer dann immer so dabei sein wird. Jetzt ist er dabei und mal gucken, ob wir gewinnen. Ohne Jungler wird es auf jeden Fall sehr lustig. Naja. Aber es geht. Vladimir macht ziemlich schnell im Laden. Ja. Holz-PC, würde ich sagen. Naja. Ja, ich habe Fiora Solo Top und Shaco im Jungle. Boah, das ist so richtig fies. Naja. Und ich bin der Einzige in unserem Team, der keinen Skin hat. Richtig geile Sache. Naja. Du kannst übrigens auch labern, so einfach vor dich hin, ne? Ist Ja. gut. Ich kenne den Alistar-Skin nicht. Also ich weiß nicht, gibt's den noch zu kaufen? Oder ist das ein... Ich glaube schon. Ja, weil ich kenne nur Entfesselten von Facebook, YouTube und den Goldenen und Den diesen Cowboy. Longhorn da, oder Langhorn, keine Ahnung. Ja, den kenne ich nicht. Egal, ist ja auch scheißegal. Und der Wladimir hat, glaube ich, den legendären Skin. Ja. Ja, den hat Desire of Life auch, ne? Ja, der drückt jeden. Ja. Gut. Ja, für die Leute, die LOL nicht kennen, ist das jetzt nicht so. Ich habe jetzt keinen Bock, das alles zu erklären, was man wo spielt, wie das ganze Spiel hier funktioniert. Für die Leute, die es kennen, ja, die werden dann sehen, können ja beurteilen, ob ich gut oder schlecht spiele. Ich werde wahrscheinlich jetzt erstmal verkacken, aber ist egal. Es sind Aufnahmen immer so, dass ich meinen Skill auf einmal verliere, den ich nie habe. Naja. So, was hast du eigentlich für ein Elo? Ich, das weiß ich nicht. Wo sieht man das eigentlich? Also, ich meine jetzt Ranked. Boah, Also. das weiß ich nicht. Achso. Ich hab verkacktes Elo, deswegen ich spiele keine Rangliste mehr. Also erst wenn die neue Saison draußen ist, dann. Ich schreib mal was. Jo. So, was kauft sich Vlad? Er kauft sich Live-Rack. Naja. Oh, die haben den Skin hier neu gemacht. Das Blut sieht ja immer richtig geil aus. Ja, ne? Ja, die haben ganz viele Skins irgendwie bearbeitet. Mundo wurde ja auch irgendwas daran rumgeschraubt und Ashe wurde ja komplett verändert. Ja. Und ja. Puh, was ist das für Ohren? Ich habe AD und Rüstungsdurchdringung. Also, ja. Zeichen habe ich komplett auf Rüstungsdurchdringung, den Rest AD. Krass, du hast jetzt schon 90 angeschaut. Ja, das ist mein W-Spell. Der gibt mir 15. Stimmt. Was gilt zu denen als erstes? Naja, ich skill den, damit ich besser last hitten kann, weil ich dann halt mehr Schaden mache. Und außerdem kann ich blocken. Das ist geil. Kannst du noch Shaco blocken, wenn der ranjumpt? Schon, oder? Ja, also ich kann Auto-Hits blocken. Ich weiß nicht, was du mit Shaco ranjumpen meinst.
Ja, der Crit. Keine Ahnung. Denke mal schon. Ich kann ganz viel dingsen. So, der Wladimir, der ist ziemlich geil. Der lässt mich hier einfach mal farmen. Das finde ich richtig nice. Und die Fiora kommt nicht an die Minions ran. Das ist auch gut. Die Enemy Fiora. So. Schauen wir mal. Wie ist denn bei dir da unten? Du spielst gegen Draven und Lux, oder wie? Ja. Okay. Also ich finde Draven eigentlich voll useless. Ja, ist nicht so gerade der beste Champ. Aber egal. Ich hab ihn auch. Ich hab ihn auch. Ja, irgendwie, ich kaufe mir so jetzt alle neuen Champs, weil ich möchte die halt ausprobieren. Ich habe einen Last Hit verkackt, scheiße. Oh, Fiora, ganz low life gerade, aber... Oh Gott. So ein Scheiß. Tja. Es will ist wohl nicht so... Naja, ich sag mal nichts. Wir gucken mal. Ja, das gewinnen wir noch. Also wenn ich hier oben farmen kann, dann gewinnen wir das easy. Wow. Jetzt habe ich zu spät geblockt. Oh Mann. Ich glaube, ich könnte First Blood machen, aber ich traue mich nicht ganz. Nee, hast du Flash? Ja, habe ich. Ich habe Flash und Exhaust. Hätte ich Ignite statt Exhaust, hätte ich, glaube ich, das gewagt. Ja. Aber, weil dann könnte ich ranspringen, paar Hits machen, nochmal ranspringen, igniten und wegflashen, aber so wird das nichts. Shaco ist hier. Der macht Schaden, oder? Oh. Ach so. Hau ab, Wladimir. Oh Gott, ist der schlecht. Also Vlad ist dumm, aber... Naja, kann auch ruhig. Ich glaube, ja, haben die beide geflasht? Ja, kann sein. Geil. Beide, Schako und den. Ja. Möglich. Hey, der Wladimir muss echt aufpassen, ey. Nicht, dass der mir hier drauf geht. Aber Schako ist jetzt top, der kann also gerade nicht ganken. Gut. Und ich versuche hier gerade zu farmen. Fiora kann gerade farmen. Und macht es auch. Ja, mal sehen. Also es ist gerade ziemlich spannend, weil Shaco, wenn er sich jetzt hochhielt, sich dann unsichtbar macht und kommt, dann wird's hart. Und die doch trotzdem weg. Naja, ich weiß nicht. Also ich finde Alistar geiler Supporter. Ja. Ja, der hielt dich die ganze Zeit, dann haut da die weg. Oh, er ist gestunt. Gedingst. Gecaged. Naja, aber das Geile ist, Wladimir hat sich Life-Rack geholt und er kann sich halt die ganze Zeit mit seinem Q heilen. Das heißt, er ist jetzt nicht so, dass er, wenn er Lowlife ist, jetzt übelst verkacken wird. Weil er sich einfach schnell wieder hochheilen kann. Das ist geil. Aber ich habe keinen Bock, dass die Fiora jetzt hier sich wieder hochleveln kann. So. Naja, ich greife sie einfach immer mal so ein bisschen an. Ich brauche Geld. Oh Gott, ey, der Eswil ist ja mal richtig dumm, ey. Wieso stirbt er die ganze Zeit? Ja. Kann doch nicht sein, gleich kommt Xerath hier ganken und dann übelst fail. Na. So. Ey,
Das ist echt dumm. Wäre Vladimir Mitte gegangen, Esswheel hätte AD-Carry genommen, du wärst Solo-Top gegangen und ich wäre in Jungle gegangen. Das wäre so perfekt gewesen, ne? Der soll jetzt kommen, ich will hier nicht Solo-Top gegen sie spielen. Oh, ich glaube, sie kriegen ihn Mitte. Nein. Wird nix. Jo, die Fiora, Alter, der... So, jetzt habe ich Ult, aber Fiora ist Level 7. Die hat auch schon lange Ulti. Der soll jetzt top kommen, ey. Die tötet mich gleich. Sauber. Der kommt echt nicht top, der Spasti, ey. Also das war jetzt echt schlecht von Alistar. Die meisten vergessen, dass die Ulti von Draven wieder zurückkommt. Ja. Ich schreib jetzt. Ist mir jetzt scheißegal, ey. Der kommt nicht top wieder. Der bleibt jetzt da weg, ey. Der ist so dumm. Spasti, ey.